Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tunic. Ja, und wir haben letztens echt diesen Boss besiegt, boah, ich bin so froh. Und jetzt heben wir das Ding einfach auf und es ist eine magische Schraube offensichtlich. Wo ist die im Menü? Ist nicht das Menü, ich drücke immer das Falsche, ist ganz normal. Also da oben, okay. So, haben wir jetzt hier irgendwas Tolles trotzdem noch? Es muss, kann ja wohl sein, dass hier irgendwo so ein Kistchen oder so rumliegt oder weiß ich nicht, irgendwelche Sachen so in die Richtung vielleicht. Irgendwas Tolles. Oder auch nicht. Keine Erfahrungspunkte. Okay. Ja, schade. Naja, gut, okay. Dann stecken wir das Teil doch mal hier rein. Bitte nicht aus dem Kontext zitieren. Okay. Und es passieren seltsame Sachen. Und es kommt was raus. Und es ist. Was ist das? Es dreht sich. Es dreht sich noch mehr. Es dreht sich noch mehr. Warum stehe ich da eigentlich? Ich sollte vielleicht ein bisschen weggehen. Ich habe Angst davor. Komm, ich laufe runter. Also die Animation ist auf jeden Fall sehr aufwendig. Also die Mechanik hier von dem Ding. Ja, und ich nehme. Komm, ich nehme das einfach raus. Ja. Willst du das wirklich nehmen? Ach du, gefährlich. Go. So. Rotes Hexagon erhalten. Und jetzt hat die Welt, die komplette Welt, keine Energie mehr, weil ich das rote Hexagon geklaut habe. Super. Hast du ja ganz gut hinbekommen. So. Oder das ist. Ja, komm. Natürlich drücke ich die falsche Taste. Okay, jetzt haben wir oben ein rotes Hexagon. Sollte ich das jetzt schon mal zurückbringen? Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. So, welcher Teleporter war jetzt nochmal? Gab es nicht auch so einen Teleporter in den Zentralraum? Meine, sind wir da? Ist das nicht sogar der Zentral. Nee, das ist der Raum. Da, wo der Fuchsgott ist. Ja. Okay. War das das dann vielleicht, oder? Nee, das. Okay, das war der Raum des Schwertes. Raum des Schwertes brauchen wir nicht. Nein. Das muss nicht sein. Dann nehmen wir vielleicht doch hier. Wo war der Garten? War der hier? Gehen wir doch in den Garten, so. Okay. Ja, Garten ist okay. Garten ist okay. So. Und vielleicht jetzt ganz kurz hier. Ich finde es immer noch ein bisschen doof, dass ich hier in dem Menü trotzdem angegriffen werden kann, während ich in dem Menü verweile. Ja, ist voll fies. Weißt du? Da will man im Menü einfach nur schnell was auswählen und dann wird man hier von allen Seiten angegriffen. Das ist nicht schön, Spiel. Ja. So, da oben ist eine Stimmgabel. Die könnte ich jetzt alle triggern. Das ist schön. Ja, die kommt. Dann triggern wir das Ding da drüben doch gleich mal. Hui. Ah, das Ding da unten möchte mich abschießen. Ist okay. Bringt mir das was? Nee. Ah, das ist ja zu blöd. Moment, muss ich da? Ich muss das nämlich. Aber das muss doch irgendwie anders gehen, oder? Ach, habe ich mich da jetzt. Ach, ich kann mich da runter. Okay, das ist dann natürlich eine gute Erklärung. Ich kann mich an dem Ding immer runterziehen. Okay. Gut, macht Sinn. Wo war ich da eigentlich, wenn ich da reingehe? Wo komme ich da eigentlich hin? Ah, da bin ich jetzt in dem Ding drin. Naja, brauchen wir noch nicht hin. Nein. Da gehen wir noch nicht hin. Dann gehen wir mal runter auf den Strand der Freude, weil da. Ja, stimmt, da war auch noch was. Glaube ich zumindest, oder? Ja, genau. Ich sollte mich vielleicht nicht genau in dem Moment rüberziehen, wenn das Ding explodiert. Ja, eine Brunnenmünze. Sehr schön. Brunnenmünze sind insofern praktisch, weil ich damit dann neue Fähigkeiten freischalten kann. Sahn, da ist noch so ein Kistchen. Wie komme ich da ran? Wahrscheinlich auch über so ein Ding, oder? Nee, da komme ich über so ein Ding nicht ran. Okay. So, also nicht neue Fähigkeiten mit Brunnenmünzen, sondern, ihr wisst schon, neue Kärtchen. Brunnenkärtchen. Nicht Brunnenkärtchen, sondern so Actionkärtchen. Ja, es ist. Was spricht der Typ da für ein Blödsinn? Ja, ich weiß es doch selbst nicht, Leute. Fragt mich das nicht. Ja, toll. Hier will ich nicht hin. Nein.
Aber ich komme da sonst ja nirgendwo hin. Das ist natürlich schön. Komme ich da irgendwo hoch? Ich würde da ganz gerne irgendwo mich wieder hochziehen. Ja, das ist jetzt echt blöd. Genau, kommst du mal. Ja, jetzt, weißt du, jetzt, wenn der Gegner nicht mehr da ist, dann kann ich mich darüber ziehen. Das finde ich, ist jetzt nicht hundertprozentig cool gelöst, aber es geht. Ja. Ach, da konnte ich, glaube ich, durch, oder? Ja, genau. So, ganz ehrlich, dann machen wir jetzt den trotzdem mal kurz fertig. Ich, ja, natürlich drücke ich die falsche Taste, das ist ganz klar. So. Bombe. Wow. Ich kann da keine Bomben werfen. Du wirst mich doch verarschen. Okay, ich kann da keine Bomben werfen. Dann muss ich hier... Ich habe es jetzt dreimal versucht. Vielleicht kann ich so eine werfen. Nee, das ist absichtlich so gemacht. Okay. Ja, gut, dann... Ja, ja, wunderbar. Okay, Gott sei Dank. Komm, hau ab. Ich hab ihn irgendwie... Irgendwie habe ich ihn besiegt. Ich habe keine Ahnung wie. Und eine weitere Karte, die Trank irgendwie. Ja, ich habe jetzt schon so viele solche Karten. Ich weiß einfach nicht, wie ich da rankomme an diese Karten. So, und ich kann hier das irgendwie aufmachen, weiß man nicht so genau. Ich laufe da einfach mal weiter. Da komme ich zu irgendeinem Pass. Moment. So. Wo sind wir jetzt hier? Die Kamera dreht sich sehr ominös. Ah, und da haben wir wieder so Blöcke. Okay, will ich da hin? Will ich da hin? Ich bin mir nicht sicher. Ja, gut, ich glaube schon, dass ich da hin will, weil so Dinge aktivieren mag ich immer ganz gerne. Aktivieren. Ja, der sieht nämlich etwas böse aus. Falscher Knopf. Aber es ist ja jetzt der Pass der nicht zu Freuden, oder? Wie hieß der nochmal? Verbotener Pass. Ja, das ist... Habe ich vom verbotenen Pass hier irgendwo schon eine Karte? Die Froschdomäne? Ich glaube, das ist da wahrscheinlich, wo die Plünderer sind. Also ich möchte da, glaube ich, ehrlich gesagt, noch nicht so weiter, oder? Will ich da schon weiter? Ich gucke einfach mal, komm, egal. Weil da haben wir einen Teleporterpunkt hier. Oh, das sieht sehr mechanisch aus. Oh, wow. Oh, wow. Ich glaube, ich soll ja noch nicht sein. Soll ich den aktivieren? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll. Ja, komm, aktivieren wir ihn mal schnell. Aktivieren. Boah, das Gebäude da unten sieht fast ein bisschen aus wie bei Blade Runner, oder? Dieses Firmengebäude. So. Ja, ich... Oh, was passiert hier? Oh, oh. Ich glaube, ich habe es aktiviert. Ups. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut war, was ich hier gemacht habe. Hm. Der Steinbruch. Okay. Ich speichere hier mal nicht. Ach, und das konnte ich vorher nicht nutzen, weil das ja noch gar nicht aktiv war. Das musste ich mit diesem Strompylon aktivieren und jetzt kann ich das nutzen. Okay, sehr schön. Oder war das schon aktiv? Nee, das... Doch, das... Nein, das... Nein, das kann noch nicht aktiv gewesen sein. So, ich möchte bitte zurück in den Garten, danke. Zurück in den Garten, zu meinen Freunden. Ich muss ja ein paar Sachen noch suchen und finden. So... Unter anderem habe ich ja eine Brunnenmünze, die ich jetzt gleich mal kurz aktivieren werde, damit ich hier ein weiteres Ding machen kann. Moment, wo war denn hier der Brunnen? Der war doch... Müsste eigentlich hier unten gewesen sein, oder? Ja. Oder? Ja, da drüben wäre er. Jetzt habe ich hier das Problem, dass ich hier natürlich nichts mache. Oh Gott. Habe ich mich wieder verlaufen, dass ich mich hier immer noch dauernd verlaufe, obwohl das eigentlich... Ja gut, ich meine... Oh, ja. Komm,
Sehr schön. Falscher. Ja, und das, dass ich natürlich immer den falschen Knopf drücke, das werde ich auch nie lernen. So, ein weiterer Kartenslot, das ist schön. Weil ich weiß, ich habe jetzt eh so viele Karten noch. Wo ich echt nicht weiß, was die alle können, ne? Komm, ich nehme mal dieses Getränkeding, das packe ich mal raus und dann nehme ich dieses Füchschen. Ach, warte mal. Kann es sein? Moment. Jetzt habe ich das plus 0 da unten nicht mehr. Wenn ich da jetzt nochmal das Ding nehme. Ne, da habe ich auch nichts plus 0, oder? Kommt das jetzt später? Okay, da ist jetzt plus 0. Dann nehme ich das Ding. Habe ich auch nur plus 0. Die Glocke. Ne, ich habe keine Ahnung. Warum steht da jetzt wieder nur plus 0? Also das weiß ich auch noch nicht, was das plus 1 vorher dazu bedeuten hatte. Ja, ich habe jetzt das Füchschen, das Herz und ich lasse mal das Getränk da drin. Das ist okay. Schauen wir mal, was das so zu bedeuten hat. So, dann natürlich hier wieder den Knupsi rein. Knupsi nehme ich, ja. So, und dann schauen wir mal. Da müsste ich eigentlich... Achso, da komme ich da runter. Ne, da will ich nicht runter. Eigentlich will ich da runter? Ne, ich glaube nicht. Nein, ich glaube definitiv nicht, dass ich da runter will. Ich will eher darüber. Ich muss schauen, ob ich hier vielleicht doch irgendwie... jetzt dann dieses Kärtchen da erreichen kann. So. Aber ich glaube ja fast nicht. Ja, ich muss die sowieso mal vorher kaputt machen. So, kaputt machen. Sehr schön. Ah, und der zweite kommt gleich, ja. So, Moment mal ganz kurz. Wartet mal eine Sekunde bitte. So, ja. Alles gut. Alles gut, alles gut. Kann ich da? Ich möchte doch nur diese Seite haben. Ja, aber das geht nicht. Ich komme da nicht ran. Ist wirklich eine Frage, wie ich da rankommen soll. Mache ich irgendwas falsch hier, oder? Gut, wahrscheinlich mache ich was falsch, weil sonst würde ich ja rankommen. Ergibt einen Sinn, oder? So. Oder ich komme hier irgendwo... Ich meine, ich könnte natürlich das probieren, dass ich hier so... Naja, aber dann fliege ich ja nur darüber. Ach, Leute. Ja, ist eine gute Frage. Also es sind echt noch viele, viele Fragen offen. Ich würde eigentlich ganz gerne in den Westwald nochmal rüber reintauchen. Weil ich glaube, im Westwald, da habe ich ja noch nicht mal die Karte gefunden. Also da bin ich wirklich ein bisschen... habe ich noch einiges offen, oder? Moment, Karte. So, ich bin jetzt hier. Wie war denn das nochmal? Bergtor, Westgarten wäre da westlich. Das macht eigentlich einen Sinn. Gut, da muss ich zu dem Glockenturm natürlich hin. So, komm, die beiden nehmen wir mit. Sind gratis. Die sind gratis. So, komme ich da jetzt irgendwo ran an... Obwohl, nee, da muss ich ja gar nicht großartig ran, weil ich kann ja jeder einfach... Ich würde gern echt diese Karte bekommen, aber ich... Wie soll ich an die rankommen? Ja, vielleicht lernen wir später wirklich eine Schwimmfähigkeit. Das könnte ja durchaus sein. Also wir später eine Schwimmfähigkeit lernen, mit der ich da dann rankomme. Moment, nochmal kurz das Ding da gecheckt. Ja, leuchtet alles wunderbar. Sieht schön aus. So. Gut, dann runter. Ich möchte nochmal, wie gesagt, ein bisschen in den Westgarten gehen. Aus dem Grund, weil ich glaube, dass ich da echt noch massiv viel Sachen verpasst habe. Weil da habe ich ja noch nicht mal die Karte gefunden vom Westgarten.
So, wir laufen lang. Ganz lang, lang, lang. Ach, das war, da war ja mein Lieblingsding. Ich kann mich erinnern. Moment, ich bete mal ein bisschen. Damit er wiederkommt, ja. Der Wächter des Westgartens. Ach du Schande, ihr erinnert euch vielleicht. Gott, habe ich das Vieh verflucht. Und hier gab es ja auch noch einige Kisten, die ich nicht erreichen konnte. Und Karten und Zeug. Bitte, komm, stirb bitte einfach. Du auch, ich sollte vielleicht kurz was trinken. So, sonst sterbe ich nämlich. Und dann bin ich wieder irgendwas. Ich müsste vielleicht auch echt das Rücksetzfüchschen bald mal wieder aktivieren. Aber die Karte wäre ganz gut hier vom Westgarten. Ich muss echt gucken, dass ich irgendwo die Karte finde. Wo könnte die Westgartenkarte sein? So. Da unten ist ein Kistchen noch versteckt. Weil ich zäume ja den Garten jetzt gerade von hinten auf quasi. So, ja, ja. Und ich weiß, man hört jeden Knopfdruck, hört man, den ich mache. Aber das ist, das gehört dazu. So, weil hier ist ja, da unten ist auch so eine geheime Karte. Wo ich auch nicht weiß, wie ich da rankommen soll. Moment. Muss ich vielleicht vor dieser Fuchsstatue beten? Also ich sollte sie vielleicht ansehen, ne? Nö. Oder es ist wirklich so, dass ich teilweise mich durchsprengen muss. Das fände ich aber ein bisschen komisch, muss ich sagen. So, da drin war ja nichts außer Sachen. Sehr viel Sachen. Kann ich da beten? Habe ich sicher schon probiert, oder? Da geht auf einmal eine Tür auf. Nee. Gut. Westgartenkarte. Wäre jetzt das Ziel. Die schöne Musik. Komm, ich aktiviere das Füchschen. Ach, wir haben da sogar noch so einen Pylon. Der offensichtlich noch nicht aktiviert ist. Oh. Aber da komme ich nicht ran. Oder komme ich da? Nee, da komme ich nicht ran. Das ist ja... Irgendeine Fähigkeit muss ich echt noch bekommen. Weil da zum Beispiel, wie gesagt, da kann ich definitiv nicht ran. Noch nicht. Irgendwie so hüpfen oder so. Irgend sowas werde ich noch bekommen, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, Karte wäre schön. Oh, falscher Knopf. So. Und jetzt leben die Gegner wieder, ist okay. Muss ich beim nächsten Fernrohr gucken, ob ich da irgendwas... Hallo, Freunde. Ob ich da irgendwas finde. Ah, die Kiste habe ich sogar irgendwie... Achso, da war ich, bin ich da runtergelaufen, ne? Ja, alles gut, okay. Moment. Was gibt's hier noch so zu finden? Da ist noch ein volles Kistchen. Ah, da ist ein leeres Kistchen, okay. Komm, mach mal so. Ist auch okay. Kann ich da runter über das? Nee. Und da oben diese Leiter. Hm. Sehr verdächtig, das Ganze. Zum Glück seid ihr nicht so stark. Ich meine, ihr seid schon stark, aber ich bin stärker. So. Wo komme ich da? Nee, da komme ich ja gar nicht rüber. Da komme ich so nicht rüber. Ich könnte mich natürlich... Nee, die Gegner ziehe ich ja dann ran. Achso, ich muss da gar nicht. Das geht eh, glaube ich, so, oder? Komme ich da dann? Bitte, Füchschen, nicht so schnell laufen, wenn du nicht... Ah, da unten ist eine Tür. Ich sehe schon. Ich glaube nicht, die Tür, da bin ich vorher gar nicht durch, oder? Das, also das erste... Oh, nerv nicht, komm. Du, nerv auch nicht. So. Da durch? Ich weiß gar nicht, ob ich da letztens überhaupt war, als ich da das erste Mal durchgelaufen bin. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Oh, könnte ja sein, dass wir hier jetzt Sachen finden, die ich noch nicht gefunden habe. Wie zum Beispiel, wo war denn hier diese Kiste? War die da hinten? Da ist diese. Ja, aber da komme ich... Nee, da komme ich auch nicht rüber. Ach, das ist immer... Doch eher merkwürdig. So, da? Irgendwas drunter? Ja, gut, die. Da war ich doch schon. Schade eigentlich.
Ah, da ist ein Rücksetzpunkt. Nicht ein Rücksetzpunkt, sondern ihr wisst schon, so ein Teil. Ah, da ist auch wieder so eine Tür. Ah ja, okay. Bin ja gespannt, wann die sich dann alle öffnen. Ah, und jetzt bin ich hier irgendwo am Anfang wieder. Okay, ich erinnere mich. Also hier jetzt gucken, dass wir irgendwo die Karte finden. Falls die überhaupt hier irgendwo ist, ich weiß es ja gar nicht. So, wenn man sich das so ansieht. Ist eigentlich jetzt... Hier sehe ich zumindest nicht wirklich was. Nee. Okay. So, da ist auch nichts. Da wäre eine Schräge, aber nicht schräg genug, um nach unten zu laufen. Da ist ein großes Ding im Wasser. Aber da habe ich ja gar nichts gefunden irgendwie, oder? Ah, jetzt, ich sehe schon, jetzt bin ich da unten. Okay. Da unten nämlich. Also irgendwie der Ausflug in den Westwald war jetzt eher so, ja, so halb, nur halb gut. So, haben wir da irgendwas Spannendes? Nö, nicht wirklich. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück in den Westwald, ja? Also rüber da. Und was, ob wir da noch was sehen oder nicht, das sehen wir erst in der nächsten Folge, hätte ich gesagt. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.